Die Widersprüche werden immer größer, der Abstand zwischen der Realwirtschaft und den Finanzmärkten wird immer größer und es gibt normalerweise die Tendenz, diese immer größer werdende Lücke entweder zu verkleinern oder gar ganze zu schließen. So haben wir heute die Meldung, dass China seine Banken retten muss. Erstmals versucht man Geld in Banken zu pumpen. Das hat man zuletzt 2008 in der Finanzkrise gemacht. Der US-Wirtschaft geht es so gut, dass Fed-Chef Powell und die Notenbank die Zinsen um 0,5% senken statt einer kleinen Zinssenkung und der DAX auf Allzeithoch, obwohl die deutsche Wirtschaft ein einziges Desaster ist. Irgendwo eine Lücke. Jetzt sagen viele, ja, DAX ist ja was ganz anderes. Gell, hat ja mit Deutschland nicht so viel zu tun, aber viel mit China zu tun, viel mit der Wirtschaft der Eurozone zu tun und mit der Wirtschaft der USA. Und China und Eurozone ist auch nicht so dicke, also irgendwo passt das nicht. Heute praktisch wieder Hiobsbotschaften von der BASF in Sachen Deindustrialisierung. Sind wir jetzt in so einer Art Crack-Up-Boom, wo sozusagen das letzte Hurra kommt, bevor diese Widersprüche, diese Kluft immer offensichtlicher wird? Das wollen wir uns mal anschauen. Wir starten eben mit dieser ganzen Geschichte mit China. Man will 142 Milliarden Dollar in seine Top-Banken rein investieren. Warum muss man das tun? Naja, man hat die Banken gezwungen, den Leuten Kredite zu geben für ihre Immobilienkäufe. Man hat jetzt den Banken gesagt, ihr müsst aber die Zinsen senken. Gleichzeitig fallen den Banken immer mehr Kredite aus, weil immer mehr Leute das offenkundig nicht mehr bedienen können. Also brauchen diese Banken Kapital. Das ist ein Lehrstück über Fehlanreize durch staatliche Eingriffe. Du schaffst mit einem staatlichen Eingriff, der natürlich aus gutem Willen erfolgt, eine Situation, gegen die du dann wieder den nächsten Eingriff machen musst, um diesen vorherigen Eingriff und seine Konsequenzen in irgendeiner Form wieder gerade zu biegen. Das führt dann zum nächsten Eingriff. Das ist also eine Interventionsspirale, die sich da praktisch auftut. Und Ähnliches erleben wir natürlich in Deutschland, aber auch in den USA, wo heute der gute Jerome Powell um 15.20 Uhr deutscher Zeit sich melden wird mit einer Videobotschaft und sich wahrscheinlich äußern wird auf einer sogenannten Treasury Market Conference der Fed in New York. Und da wird er sicherlich das eine oder andere sagen, so erwartet man auch, warum er die Zinsen denn um 0,5% gesenkt hat. Hier unten sehen wir die Break-Evens, die 10-Jährigen, die schießen ziemlich deutlich nach oben, weil die Märkte einen Wiederanstieg der Inflation erwarten, nachdem man jetzt so deutlich die Zinsen senkt. Und hier Bericht von Bloomberg, ja, Paul ist noch mächtiger geworden, er hat es geschafft, die Fed-Mitglieder zu überzeugen von diesem 0,5er-Schritt. Und das würde seine Stellung gestärkt haben. Paul ist ein sympathischer Mann, finde ich, ein intelligenter Mensch, aber ich glaube, er wird in der historischen Rückschau nicht ganz so günstig beurteilt werden, dann, wenn man sieht, was passiert ist. Und heute passiert auch Interessantes, 14.30 Uhr, da kommt eine Revision der Daten, nämlich nicht nur jetzt die dritte Veröffentlichung des BIP für das zweite Quartal, normalerweise nicht so spannend, aber wir sehen, dass die BIP-Daten aus zweiten Quartal 23 bis zweiten Quartal 24 revidiert werden. Und jetzt sagen manche, oh, das wird wahrscheinlich so eine Geschichte werden wie bei den Arbeitsmarktdaten, wo man dann plötzlich 800.000 und ein paar zerquetschte Stellen nicht mehr gefunden hat, und so werden wir vielleicht bei der US-Wirtschaft ein paar Prozente weniger gefunden haben im Endeffekt. Also man rechnet mit einer heftigen Abwärtsrevision, so sagen es manche. Darauf wird zu achten sein, weniger auf die Zahl, die dritte Veröffentlichung des BIPs aus dem zweiten Quartal selbst, als vielmehr auf diese Revisionen. Und wenn wir uns so ein paar Dinge anschauen, Aktienmärkte auf Allzeithoch, aber wir sehen, dass die Stimmung am Boden der Wirtschaft offenkundig eine andere ist. Wenn wir uns mal die Einschätzung der aktuellen Lage minus der Erwartungen bei dem Verbrauchervertrauen anschauen, sehen wir, da sind wir auf Niveaus, wo wir zuletzt nur in einer Rezession waren. Das geht sehr, sehr schnell nach oben. Wir sehen hier Aussagen der Citigroup. Das sieht aus wie zuletzt im September 2001, als die Wirtschaft bereits in einer Rezession war. Nämlich die Aussage von Befragten, Jobs hard to get, wie schwer ist es, einen Job zu bekommen. Gleichzeitig sehen wir den Anstieg der Arbeitslosigkeit. Also Citigroup sagte, wir sind wahrscheinlich bereits in einer Rezession, haben aber ganz tolle BIP-Zahlen, angeblich im zweiten Quartal ja
nach der zweiten Veröffentlichung um 3,0% gewachsen. Wir sehen aber dann solche Schlagzeilen. Alt Market is tanking und der Kunstmarkt ist immer ein sehr guter Indikator. Sotheby's hatte echte Probleme, muss jetzt gerettet werden, wahrscheinlich von einem Fund aus Abu Dhabi. Und das war interessant, schon vor der Finanzkrise sind solche Häuser, Sotheby's und andere, sind auch unter Druck geraten. Wir sehen also eine ganz ähnliche Situation und wir sehen, dass interessanterweise auch Gold jetzt ausgebrochen ist zum Schweizer Franken, also wenn man so will, sicherer Hafen gegen sicherer Hafen, aber der eine vielleicht noch ein Ticken sicherer als der andere Hafen, zumal die Schweizer Notenbank ja der größte Hedgefonds der Welt ist. Hier sehen wir also diesen Breakout, interessant bei Gold, allerdings sind wir jetzt so weit entfernt vom 200-Tages-Durchschnitt bei Gold, wie seit oder nur selten in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also da ist eine Menge schon natürlich eingepreist, aber Gold ist das Misstrauensvotum gegen das, was da passiert. Wir sehen auch die Spekulationspositionen, hatte ich gestern Abend schon gezeigt, sehr, sehr hoch bei Gold. Aber Euphorie an den Märkten, weil ein KI-Unternehmen aus der vierten Reihe, nämlich Micron, das vorher ziemlich abgeschmiert ist, jetzt Zahlen gemeldet hat, was sich bereits angedeutet hat, die besser waren als befürchtet. Und so Micron minus plus 10% nachbörslich, zieht heute den Nasdaq nach oben, sorgte für Hurra-Stimmung. Und interessant, was mit OpenAI passiert ist hier, hat man jetzt aufgegeben, diesen Gemeinwohl-Ansatz. Hier schreibt Herr Dr. Patel, mach es doch hier wie der OpenAI-Gründer, versuche Gelder einzusammeln und sagt dabei, dass du praktisch ein Non-Profit-Unternehmen haben wirst und du tust alles für die Humanität und dann nimmst du das Ganze praktisch nicht mehr ernst oder versuchst sozusagen daraus ein Profit-Unternehmen zu machen, sicherst dir Anteile. Altman bekommt jetzt 7%, dadurch wird er etwa 10 Milliarden Dollar reicher, während gleichzeitig immer mehr Leute OpenAI verlassen haben und das in einer Situation, wo OpenAI nicht nur Verluste schreibt, und zwar heftige Verluste, sondern eben auch sich vielen Prozessen gegenüber sieht von Leuten, die sagen, ihr habt sozusagen Urheberrechte verletzt, indem ihr einfach unsere Sachen genommen habt. Und interessant auch, dass CTO jetzt abgehauen ist, Mira Murati, ein Urgestein bei OpenAI, und das mitten in den Verhandlungen, wo man 150 Milliarden Dollar aufnehmen will. Also das ist sehr abrupt jetzt passiert, hat sich nicht angekündigt. Es ist schon eine etwas seltsame Situation, die da entstanden ist, aber es zeigt den Hype und es zeigt, dass offenkundig jetzt dieses Gemeinwohl-Ding auch in Sachen KI endgültig vorbei ist. Es geht nur noch um Profit, aber wo ist der Profit? Wo sind die Erträge aus diesen massiven Investitionen? Und wenn wir jetzt nochmal zur AI und respektive der politischen Situation kommen, dann sieht es so aus, dass die Börse zumindest oder die meisten Befragten eher einen Trump-Sieg favorisieren würden als positiv für die Aktienmärkte. Und nach der neuesten Meldung, nämlich der Quinnipiac University Poll, würde sogar Trump derzeit das Popular Vote gewinnen, also die meisten Stimmen bekommen. In den USA gibt es ja den Wahlmänner-Vote sozusagen, also wer in den verschiedenen Bundesstaaten sich letztendlich durchsetzt. Und es gibt das Popular Vote, das nicht entscheidend ist, sondern eben das Electoral Vote ist entscheidend, also wer die meisten Wahlmännerstimmen hat. Deswegen kommt es auf die Swing States an. Aber jetzt wäre sogar laut dieser Umfrage Trump vor Harris beim Popular Vote. Also die Euphorie um Harris ist ein bisschen gesunken und das sieht man auch etwa am Handeln von Mark Zuckerberg, der jetzt so eine Art Apple Vision Kopie auf den Markt gebracht hat und glaubt, er könnte damit reassieren, wo Meta natürlich auf Allzeit hoch. Jedenfalls sichert sich Mark Zuckerberg ab und hat einen republikanischen Berater angeheuert, der seine Beziehung zu den Republikanern und eher rechten Medien reparieren soll, wie es heißt, nachdem Trump ja angedroht hat, pass auf Facebook, pass auf Google,
Ich werde euch zur Verantwortung ziehen, weil ihr aus meiner Sicht so Trump eben die Wahl gestohlen habt. Haha, aber sei es drum. Also das wird bedeuten, dass da ein paar Herrschaften nervös sind, dass auch vielleicht der eine oder andere Tech-Konzern nervös sein sollte. Und wir sehen, dass normalerweise der WIX anspringt. Jetzt vor allem in der zweiten Septemberhälfte eigentlich bis zu den Wahlen hin. Normalerweise müsste die Volatilität nach oben gehen. Derzeit sehen wir, was den Bankensektor betrifft, dass jetzt offenkundig die Banken beginnen, diese Kredite, die sie bekommen haben damals, als die Stresssymptome groß waren mit Untergang der Silicon Valley Bank, dass sie die jetzt verstärkt zurückzahlen, was ein bisschen Liquidität aus dem System nehmen sollte. Kommen wir nochmal nach Deutschland, da gibt es Interessantes. Heute werden die Wirtschaftsinstitute in wenigen Minuten jetzt ihre neue Prognose geben für das weitere BIP in Deutschland. Gestern hatte die OECD ja schon gesagt, also Deutschland hat echte Probleme, verliert den Anschluss so ein bisschen. Deutschland ist praktisch erster mehr oder weniger der Tabelle von unten und ein Lehrstück sozusagen, was hier schief läuft, sind die gestrigen Verhandlungen zwischen IG Metall und den Vertretern von Volkswagen, die da reinkommen, erstmal in die Verhandlungen mit der IG Metall. Die IG Metall will 7% mehr Löhne haben, rausverhandeln, auch schwierig in einer Situation, wo es dem Unternehmen nicht so gut geht, aber hier die Verhandler von VW gehen in diese Verhandlung rein, zeigen ein paar Tabellen und zeigen, wie schlecht es also dem Unternehmen geht und sagen dann, faktisch solltet ihr eigentlich auf Lohn verzichten, statt eben in eine solche Verhandlung reinzugehen und zu sagen, wir streichen unsere Gehälter, wir nämlich die Oberen bei Volkswagen streichen unsere Gehälter um 50%, damit setzt man ein Zeichen, damit würde man zeigen, dass man bei sich selber anfängt, hier wirklich mal den Rotstift anzusetzen und in der Sache wirklich agiert. Stattdessen handelt es sich hier bei diesen Herrschaften eben nur um Angestellte, die sagen, nach mir die Sintflut, ist mir doch egal. Ich bin Angestellter, das würde ein Familienunternehmen wahrscheinlich ganz anders handhaben, aber es zeigt, was hier schief geht und warum da wahrscheinlich der nächste große Konflikt praktisch vorprogrammiert ist. Und hier sehen wir mal IFO-Index, was hier zu erwarten ist, gerade auch bei den Löhnen. Es wird darauf hinauslaufen, dass die Löhne wahrscheinlich deutlich fallen. Wir sehen heute die Meldung, BASF baut ab, weniger Dividende, Fokus auf Kerngeschäft. Man erwartet jetzt noch schlechtere Zahlen. Wir hatten gestern ja schon Zahlen zum Export und Import in Deutschland, aber vor allem Export. Wir haben 3,2% weniger exportiert in die USA als im Vorjahresmonat und um 15,2% im weniger exportiert nach China. All das sind völlig klare Warnzeichen, wie es wirklich um die Dinge bestellt sind. Und einer, der mitverantwortlich ist, nicht alleine verantwortlich ist, aber der sozusagen die Lage nicht verbessert, sondern eher verschlimmert hat, ist aus meiner Sicht der Robert Habeck. Gestern ja dieses Abtreten von Nuripur und Lang, das offenkundig auf Betreiben von Habeck ja passiert ist. Jetzt hat der Vorstand der Grünen Jugend ihren Austritt erklärt aus der Jugendorganisation. Und hier hat ein Kommentator bei Finanzmarktwelt geschrieben, ja, die Jugend ist noch so verblendet durch Gelddrucken am Leben gehaltenen Wohlstand, also durch das permanente Gelddrucken erhält man die Wohlstandsillusion, dass sie das Glück im Sozialismus oder Ökosozialismus sucht, denn die haben gesagt, wir glauben, dass es mittelfristig keine Mehrheit in der Partei für eine klassenorientierte Politik gibt. Klassenorientiert, das ist original Marxistensprech und das ist das große Problem, dass letztendlich mit den Grünen eine linke Agenda, eine planwirtschaftliche Agenda hier gekommen ist, die der Wirtschaft offenkundig nicht gut tut. Jetzt sind diese Kinder, die noch nie wirklich gearbeitet haben, aber genau wissen, wie es richtig geht. Die sagen, wir brauchen eine klassenorientierte Politik und das können sie nur sagen, weil sie eben durchgefüttert wurden durch ein System, das letztendlich auch ein bisschen ungesund ist, nämlich dieses permanente Gelddrucken. Und hier interessante Aussagen von Kai Nielsen, der Habeck persönlich kennt. Und er sagt, er glaubt nicht, dass Habeck diese Parteikrise übersteht. Zu groß ist sein persönlicher Anteil am aktuellen Zustand dieser Grünen. Er will offenkundig ja doch jetzt Kanzlerkandidat werden. Deswegen auch das Absägen wohl von Nuripur und Lang.
Und er scheitert an seinem politischen Ehrgeiz und Nielsen geht davon aus, dass er schlichtweg falsche Koordinaten bekommt von seinen Mitarbeitern. Er hat ja da einen ganzen Stab von Klimaleuten in sein Wirtschaftsministerium geholt, dass er so immens gewachsen ist, Wirtschaft und Klima. Und möglicherweise hat er hier schlichtweg so ein bisschen den Bezug zur Realität verloren in seinem Anspruch, der Wirtschaft diktieren zu wollen, wie die Dinge wirklich gehen. Wie es wirklich geht in der Praxis, das zeigt Millet derzeit. Wir sehen, dass die Mieten sinken, dass immer mehr Wohnungsangebot kommt. Warum ist das so? Weil vorher eben staatliche Eingriffe dafür gesorgt haben, dass Vermieter praktisch gar keine Rechte mehr haben, konnten zum Beispiel nur einmal im Jahr die Miete erhöhen und das bei einer Inflation in Argentinien, die komplett davongelaufen ist. Also haben die Vermieter gesagt, ich stelle meine Wohnung gar nicht am Markt zur Verfügung. Also gab es zu wenig Wohnraum, was die Mieten dann umso schneller nach oben getrieben hat. Jetzt fallen die Mieten, weil plötzlich wieder mehr Angebot ist, nachdem diese staatlichen Eingriffe abgesägt wurden. Das wäre mal etwas, womit man vielleicht anfangen sollte. Haltet euch weitgehend raus, setzt gute Maßstäbe, so der Staat, aber diktiert nicht der Wirtschaft, was sie zu tun oder zu lassen hat. Das ist das Grundübel, das derzeit auch in der EU der Fall ist. Zwei Empfehlungen zum Schluss, meine Damen und Herren. Warum Paul nach der Jumbo-Zinssenkung noch mächtiger ist. Wir werden 15:20 berichten über das, was uns der Jeromy zu sagen hat. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung nochmal Gold und Silber. Wie wird es da weitergehen? Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.